Hallo meine Lieben, ein kleiner Mini-Vlog habe ich gedacht, dass ich den mal mache, weil es ist schon länger her, dass ich nichts gemacht habe und wie ihr in meiner Stimme hören könnt, ich bin erkältet und die Kinder sind beide erkältet, also beide Kinder sind richtig krank. Luisa hat ganz, ganz schlimm Bronchitis, ich frage mich, woher sie das hat. Ich tippe mal, dass es am Kindergarten liegt oder irgendwie sowas. Aber nun ja, sie hat heute Morgen bis 10 Uhr geschlafen, deswegen macht sie keinen Mittagsschlaf. Wir haben es nämlich, wie ihr hinten sehen könnt, schon kurz nach 1. Ich habe jetzt so ein bisschen später damit angefangen. Und ja, was soll ich sagen? Mir geht es nicht so gut, aber mit Medikamenten und allem drum und dran geht das schon. Ja, stimmlich hört ihr das ja. Und jo. Ja, und mir geht es ja nicht so gut und gestern habe ich Post bekommen. Und ja, habe mich mega sehr gefreut. Ja, das war ein tolles Deutsch. Also ich habe mich so sehr gefreut darüber. Ach, ja, ich habe nämlich Post bekommen. Ich zeige euch das mal eben. Ich habe Weihnachtspost bekommen. Und zwar von der lieben Julia vom Kanal Frau Farbenfroh. Da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, dass ich Post bekomme. Denn, ja, die letzte Weihnachtskarte, die ich bekommen habe, liegt schon sehr, 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 sehr weit zurück. Und ich habe hier so eine schöne Karte gekriegt. Als wenn das nicht meine Farben sind, guckt euch das mal an. Ist das nicht schön? Jawohl. Ja, und auf jeden Fall sehr, sehr lieb und vielen herzlichen Dank, dass ich so eine schöne Karte gekriegt habe. Ich freue mich sehr, aber das weiß sie auch. Ich hatte mich sofort gemeldet. Und heute ist mein Wichtelpaket gekommen. Ja, aber das packe ich nachher mit euch aus, da freue ich mich auch drüber. Luisa macht jetzt gerade... Da habe ich einen Husten gehabt. Luisa macht jetzt gerade, weiß ich nicht was. Und ich esse jetzt was, und zwar ist da gefüllte Cannelloni, habe ich gestern selber gemacht. Mein Tee steht da auch und Luisas Tee auch. Da esse ich jetzt erstmal was und wir melden uns dann gleich. So, dann zeige ich euch mal das wundervolle Stück, was wir hier haben. Übrigens, hier habe ich noch was, das habe ich von der lieben Heidi bekommen, als ich in Frankfurt war. Da folgt auch noch ein Follow Mirror und allerdings so ein kleines, weil ja, das war halt nicht anders machbar. Beziehungsweise mir war die Zeit einfach zu schade, da das Ganze zu filmen. Nicht, dass ich euch das nicht zeigen wollte, aber ja, ich finde es halt, ich rede mit euch. So. Ich fand es halt zu schade, das Ganze einfach zu filmen und nicht die Zeit zu genießen, die man hat, denn die Zeit war auch nicht lang. Und man muss auch sagen, Heidi ist über 100 Kilometer gefahren, einen Weg, und das finde ich nicht selbstverständlich. Also auch wenn man sich sehr gut versteht, aber ich finde, das ist schon ordentlich. So, also jetzt wieder zurück. Achtung. Also, das packen wir dann mal weg. So, und zwar, das ist hier so ein Inhalationsgerät. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt. Da steht drauf, Pari Junior Boy SX. Das ist ein Inhalationsgerät für Kinder. Aber die Mama macht es auch. Ja, ich komme gleich. Also Luisa macht es ja momentan wegen ihrer Bronchitis, die sie hat. Hier oben ist jetzt Kochsalzlösung drin, das habe ich da reingesetzt. Das liegt da unten irgendwo drin, aber ich glaube, das sieht hier nicht so... Oder doch? Ja. Und ja, das macht es jetzt 10 Minuten. Das wird gleich richtig laut. Ich kann das gleich nochmal zeigen. Und das machen wir jetzt erstmal. So, das ist jetzt ein bisschen laut, aber dann seht ihr mal, wie das ist. Und zwar hat sie das dann über der Nase. Hält es jetzt auch schön fest. Schön weiteratmen, Luisa. Genau. Und das macht sie eigentlich ganz gut, Gott sei Dank. Bin ich auch ganz froh, dass das so gut läuft. Es gibt Kinder, die schreien dann, weil sie es nicht mögen. Und sie hat es eigentlich ganz gut gemacht. Ja. Und das läuft jetzt erstmal 10 Minuten. So, das Paket ist jetzt hier, das ist schön verpackt und zwar mit Merry Christmas Geschenkpapier, ganz toll. Ich zeige euch das mal, aber ich halte das mal eben hier so zu. So sieht das aus. Seht mich auch noch, denke ich ja. Anders geht es heute leider nicht.
So, dann seht ihr mal, wie ich hier so schlonzig rumlaufe, wenn wir alle etwas erkältet sind. Und jetzt mache ich das einfach mal auf. Jetzt mal gespannt. Also, ihr seht das jetzt. Ich bringe das mal eben hier hin. Gucken, was das hier ist. So, also das ist noch ein Hinweis für mich. Ich weiß leider jetzt schon, wer das ist. Aber das wusste ich vorher auch, weil ich bei der Auslosung mit dabei war. Und ich lese es einmal kurz vor. Liebe Sophia, ich freue mich sehr, dass ich für euch Herzchen wichteln durfte. Danke. Nur noch eins, bevor es losgeht. Ich würde mich freuen, wenn du vor dem Auspacken ein bisschen rätst, was drinnen versteckt sein könnte. Dabei helfen meine Notizen. Ganz liebe Grüße, viel Spaß und eine schöne weitere Vorweihnachtszeit. Ja, Jessie mit Luki und Milena. Ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen. Genau, das ist Jessies Diary. Die macht dieses Jahr das erste Mal mit, wenn ich mich nicht täusche. Und ja, also ich freue mich, dann werde ich jetzt mein Bestes tun. Und dann geht's jetzt los. So, damit macht man im Winter nichts falsch. So, mal gucken. Damit macht man im Winter nichts falsch. Angst, dass ich da was kaputt mache. Ich tippe auf so eine Art Tee-Zeug. Irgendwie sowas. Irgendwas mit Tee. Ich weiß es nicht. Wir gucken mal. Dann soll ich dann... Ah, es ist doch Tee. Oh, wie süß. Was ist das denn? Früchtetee. Oh, Carrefour, das sagt mir ja was. Das Carrefour gibt es bei uns in Portugal auch und ich gehe so gerne da einkaufen. Also bei uns in Portugal, ne? Also nicht hier. Und dann haben wir noch Mini-Lebkuchen. Ich freue mich. Der Hund freut sich auch, wie ihr seht. Und was haben wir noch? Zitronentee. Oh, das ist gut für mich jetzt. Da werde ich heute auf jeden Fall was von trinken. Oh, wie schön. Gerade ich liebe Tee und dann auch noch Lebkuchen. Woher weißt du das? Das ist schon... Also, das ist schon mal sehr, sehr gut. So, dann geht's weiter. Oh Gott, was Großes. So macht das Essen Spaß. Also, es ist irgendwas zum Knabbern. Oder Kekse. Irgendwie sowas. Mal gucken. Das sind Gemüsenudeln, ja voll, von Freche Freunde. Das habe ich schon mal gesehen. Das ist natürlich was für Luisa. Die liebt das nämlich, so kleine Nudeln, ganz toll. Bin gespannt, wie die schmecken. Also ich habe mir die selber noch nie gekauft, aber ich bin gespannt. Danke dafür. Verpackungstalent nicht. Wie süß. Ein bisschen Verwöhnung. Okay, das fühlt sich an wie eine, vielleicht Handcreme. Und hier, ja, irgendwas vielleicht zum Baden, aber das ist hier Handcreme. Hintergrund hört ihr klein Luisa. Mal gucken. Oh. Oh. Gepflegte Lippen. Ja, das Thema hatten wir ja vor kurzem, ne? Da habe ich doch im Video noch gefragt, wer kann mir was empfehlen. Von Balea Perlglanz mit Seidenglanz. Gepflegte Lippen. Ich liebe ja Balea, ne? Balea ist ja wirklich so... Ach, wenn man bei uns in die Schränke guckt, nur Balea. Das kann man nicht essen, Schatzi. Das kann man nicht essen. Dann Handkonzentrat. Ah, wunderbar. Kälteschutz. Schatzi, das kann man nicht essen. Das ist nicht zum Essen. So,
Wisst ihr, was Schlimmes? Ich kann ja momentan nicht riechen. Ich kann nichts riechen, aber dafür kann der Hund. Ist gut? Ja. Ich kann leider nichts riechen. Ah, mit Bambusöl, das riecht bestimmt gut, aber ich kann es nicht riechen. Es tut mir sehr leid. Das kenne ich noch gar nicht. Vor allem diese Wind, das ist so eine Art Winter Edition. Seht ihr das? Da? So, cool. Oh, schön. Und was kommt jetzt noch? Feuchtigkeitsmaske, das ist immer gut. Ich habe ja eine trockene Haut. Nachdem ich ja in Köln war, wissen wir ja jetzt, was ich für eine Haut habe. Trockene Haut. Wunderbar. Und dann kommt Winterbeerenduft und Mandelöl. Oh, eine Limited Edition. Ich rieche es nicht. Ach, wieso rieche ich das nicht? Ich weiß, dass es riecht, aber ich rieche es nicht. Oh, das ist so schlimm, wenn man das nicht riechen kann. Seht ihr das? Kannst du das riechen? Noch ein bisschen. Kriege ich. Ja. Oh, lecker. Da freue ich mich drauf. Schön in die Badewanne. Vielleicht tue ich das heute auch noch. Sehr viel. Ach, und dann gibt es eine Menge Sachen zum Erdbeerfruchtstückchen. Oh, wie geil. Von Hema. Ist auch noch dazu gelegt. Guck mal. Ist ja voll cool, oder? Schau mal. Mit Hund. Dann haben wir hier noch viel. Oh, wie süß ist denn das? Ich hätte ja alles vollgepackt damit. Oh mein Gott, du bist doch verrückt. Wir hatten doch ein bestimmtes Kontingent oder einen Rahmen ausgemacht. Oh mein Gott. Also, das hier darf ich nicht zu laut sagen, sonst kommt gleich jemand und sagt, ich möchte das gern haben. Dann noch mehr von diesen Sachen da. Sie hat's gesehen. So, Luisa, nicht, lass mal liegen. Und dann habe ich hier noch freche Freunde. Gummi. Ja, da haben wir es wieder. Oh, lecker. Bin mal gespannt. Gummi. Gibt es dann auch sowas? Yes. Gummi. Du möchtest Gummi haben? Na komm, dann geben wir dir das mal. Gut, dann geht es weiter. Das ist ein Duschgel. Bah, steht da drauf. Bah. Ja, zum Baden. Duschen, irgendwie sowas. Oh, ich lache mich kaputt. Davor stand ich letzte Woche schon. Ich habe gesagt, nee, nehmen wir doch nicht. Was ist denn? Mal gucken, ob ich das riechen kann. Ich kann es nicht riechen. Nur ein bisschen. Und ich weiß, dass es gut ist. Veilchen und Himbeerduft. Da haben wir was. Oh, Jesse, das ist zu viel. Viel zu viel. Oh mein Gott. Yeah. Pitch Patch würde Milena sagen. Pitch Patch würde Milena sagen. Was hat denn die Milena? Was sagt die denn? Nein, wir möchten jetzt nicht knutschen. Machst du mal Platz? Geh mal zurück. Platz. Mach Platz. 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 Pitch Patch. Ich denke mal, es hat irgendwas mit Baden zu tun. Aber Pitch Patch? Irgendwas mit Erkältung vielleicht? Oh nein, das ist echt. Oh, welche Dinge sind das denn? Wir hatten ja schon eins. Oh, wie süß. Das ist für die Kinder. Malseife. Oh, wie geil ist denn das? Warte mal. Papa. Die Beauty Kids malen mit leuchtendem Pink ist für Fee, Bella, Mariella. Und ihre Freundin Fini ein bunter Wasch- und Malspaß mit süßen Himbeerduft. Das Baden und Duschen wird zum farbigen Waschvergnügen und die zarte Kinder wird dabei besonders sanft gereinigt. Oh, wie cool. Na, das lassen wir da liegen. Das ist Mama. Oh, wie cool. So, das ist einmal die Malseife fürs Gummi. Pink. Gummi. Ja, ihr hört's, ne? Gummi. Danke.
Jacke dafür, das wird bestimmt lustig. Nee, du hattest doch schon eins. Dann machen wir eins auf. So, und jetzt ist Schluss, ne? Mehr gibt es nicht. Dann hast du genug. So, dann Brauch und ach so, braucht man immer, oder? Na, das lass mal da. Braucht man immer. Mit zwei Zuckerstangen. Oh, ich werde wahnsinnig. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das kann ich gar nicht wieder gut machen. Die sind so cool. Guck mal. Das ist ja der Oberhammer. Braucht man immer, oder? Ich denke, irgendwas Wollmäßiges ist das. Socken. Das sind bestimmt Wollsocken. Moment. Bestimmt Wollsocken. Sag ich doch. Jawohl. Das ist der Hund hinter uns. Du gibst doch nicht Lucy was zu essen. Jetzt hat sie für alle. Das ist doch. Du bist verrückt. Warum? Oh. Jetzt hat sie extra die Söckchen. Oh mein Gott. Also einmal Mini und. Mini and Friends. Mickey Mouse and Friends, so nennt sich das. Wunderbar, ne? Das gleiche dann in größer, das ist dann für Luisa. Und dann für die Mama. Oh, wie schön. Es passt mit der Größe. Ich habe Größe 38. Die brauche ich auch immer. Ich liebe diese Socken. Du bist wahnsinnig. Eieiei. Dankeschön. So, schön hinlegen. So, dann haben wir hier. Ich habe sie als Kind geliebt. Wie sieht es bei euch aus? Ich hätte jetzt gesagt Mikado-Stäbchen, aber rascheln die? Nee. Was ist das? Was ist denn das? Das ist. Ich weiß nicht, was das ist. Irgendwas. Irgendwas mit Perlen oder so? Guck mal, Lisa, das ist gefährlich. Das ist eine Schere, da gehen wir nicht dran. Sie als Kind geliebt, mal gucken. Oh, die kenne ich gar nicht. Das ist ja cool. Magic Zipper, Quick Milk, Strawberry Flavor. Ach, wie cool, da nimmt man eine Milch. Pack dann diese Trinkhalme rein, da ist Erdbeergeschmack. Oh, wie süß, das ist ja cool. Oh, das wird bestimmt lustig. Also für Luisa ist das bestimmt was ganz Tolles. Wie süß. Cool. Der Oberhammer. Dankeschön. Achtet mal auf das da. So liegt die immer. Lisa, das da wieder hinlegen. Noch mehr von diesen Sachen. So, und jetzt kommt, was für ein Zufall, dass Luisa total drauf steht. Oh mein Gott, das ist bestimmt ein Armbändchen. Denn Jessie's Diary, also die Jessie, die macht personalisierte Armbändchen. Der Apfel. Ja, da ist was. Oh, wie süß. Der Apfel. Nein, mehr gibt es jetzt nicht. Du hattest genug. Guck ich mal. Oh mein Gott. Oh yay, oh yay, oh yay. Oh, Emilia ist wach. Ich muss jetzt immer. Mein sentimentaler Moment. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das sind Namensbändchen. Wie cool. Muss mal eben unterbrechen, denn mein Baby schreit. So, ich mache das mal eben auf. Das ist ja Wahnsinn. Und die sind so schön. Also, einmal Luisa. Und einmal Emilia. Das ist so schön, so schön. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Das ist echt toll.
Ja, Lisa findet das auch toll, ne? Ja, Baby, ich habe mich auch. Ganz toll. Ganz witzig. So, jetzt einmal ganz in Ruhe. Und zwar möchte ich mich erstmal ganz, ganz herzlich bedanken bei dir, Jessie, für das wunderschöne Wichtelpaket. Es ist so vielfältig und so anders und so herzlich und irgendwie auch was ganz Besonderes für mich, allein durch die zwei Armbändchen für die Kinder. Ich finde das so, so schön und so herrlich. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall auch noch ein Armbändchen für mich bei ihr bestellen, weil, ist immer ganz schön, wenn man so ein Partnerlook rumläuft. Ja, also wie gesagt, vielen, vielen Dank. Ihr werdet euch jetzt wundern, warum steht sie in der Küche. Ich möchte heute nicht mit euch backen, kochen oder sonstiges, sondern ich wollte euch noch was anderes zeigen. Vielleicht seht ihr das schon. Ich habe bei Douglas bestellt und zwar immer im Sommer und im Winter jeweils, also zweimal im Jahr mit anderen Worten, bestelle ich halt gerne da ein paar Teilchen oder Schmuckstücke für mich. Und dieses Jahr sind es jetzt schon wieder was Schönes. Sind schon wieder was Schönes geworden. Und dieses Jahr ist es natürlich wieder was Schönes für mich geworden. Und das wollte ich euch einmal zeigen. Also mache ich das mal. Ja, also ich zeige euch nicht alles, denn es gibt gewisse Dinge, die noch verschenkt werden. Und das soll natürlich nicht gesehen werden. Aber ich zeige euch einfach die Sachen, die für mich sind. Und das ist zum allerersten, habe ich einmal das Fix Plus von MAC habe ich bestellt. Jetzt spiegelt sich alles. Dieses hier, jetzt seht ihr das mal, wie ich filme. Ja, das ist einmal dieses Fix Plus. Ich packe das mal eben aus. Da bin ich schon seit über einem Jahr immer am Gucken. Und als wir in Köln waren, habe ich mir das auch einmal ganz genau angeguckt. Und dann hat man mir gezeigt, was man alles so damit machen kann. Und ich habe es mir jetzt geholt. Jawohl, so sieht es aus. Und zwar Prep and Prime von MAC Fix Plus. Das ist sehr ergiebig. Ich habe das bei der Tanja Cruz habe ich das gesehen. Die liebt das ganze Jahr und es riecht ja auch sehr gut, nur ich kann es halt nicht riechen. Ich bin gerade wichtig. Im Hintergrund hört ihr meinen WhatsApp-Ton. Ja, auf jeden Fall sind hier 100 Milliliter drin. Das werdet ihr gleich, also ich schneide das auch so, dass ihr das genau sehen könnt. Und ich finde es halt ganz gut und das hat jetzt irgendwie, glaube ich, 19 Euro gekostet. Aber es ist halt sehr ergiebig und da freue ich mich schon drauf, das Ganze ausprobieren zu können. So, dann habe ich noch ein Schätzchen bestellt und zwar auch von MAC, den Paint Pot und zwar in der Farbe. Ich weiß aus dem Kopf eigentlich, aber heute nicht. Ich mache es mal eben auf. Es ist eine gute Base oder Basis für die für den Lidschatten und das sieht so aus, das ist Soft Ochre, genau, ich hätte jetzt Ochre gesagt, also Soft Ochre, das ist so ein Tiegelchen, da sind drin 5 Gramm, bisschen wenig, aber gut, und das sieht dann so aus und riechen kann ich es auch nicht, also die MAC-Sachen sind immer sehr neutral oder riechen sehr gut. Ja, also ich werde dann nochmal berichten, wie das ist. Oder ich schminke nochmal so ein Weihnachts-Make-up. Kann ich auch machen. So, und jetzt kommt eigentlich das Schätzchen dieser ganzen Bestellung. Und zwar ist das die Nigelnagel neue Zoeva-Palette in Taupe. Als wir im Douglas waren in Frankfurt, wurde das groß angesagt, beziehungsweise haben die das gezeigt, wie das aussah. Das war Lisa. So sieht das Ganze aus, schon sehr edel. Es ist in so einem Pappkarton. So. Das ist auch nochmal, so sieht das aus. Jetzt zeige ich euch mal die Farben, die sind so schön. So sehen die aus. Traumhaft. Ich hoffe, die kommen gut zur Geltung. Und ich habe sie einfach geliebt, habe sie gesehen, habe gesagt, die muss ich unbedingt haben. Und das ist, wie gesagt, die neueste Zoeva-Palette, die jetzt vor kurzem rausgekommen ist. Und die habe ich mir für mich selber fürs Weihnachtsfest gegönnt. Und bin ganz froh, dass ich die habe.
Und das war es eigentlich. Also das sind so meine Schätze. Den Rest darf ich nicht zeigen, weil sonst wissen gewisse Leute schon, was sie bekommen. Das sollen sie ja nicht wissen. Ja, hallo meine Lieben. Also ich konnte einfach nicht weiter filmen gestern. Also mir geht es schon wieder total schlecht. Ich habe irgendwie einen Rückfall, hätte ich jetzt beinahe. Das hört sich ja auch doof an. Also einen Rückfall. Und ich werde jetzt gleich zum Krankenhaus fahren und da dann zum Arzt, weil ich das tagsüber einfach nicht schaffe. Und heute Morgen ging gar nichts. Also ich bin im Bett geblieben. Mein Mann hat die Kinder fertig gemacht für den Kindergarten und für die Tagesmutter. Und das ist so schlimm für einen, wenn man das nicht schafft. Also ich bin jemand, ich kann so viel ab, habe ich gedacht. Habe ich eigentlich auch. Also ich habe zwei Kinder auf die Welt gebracht. Ich war schwanger, ich bin für die Kinder da, aber, also nicht nur ich, auch die anderen Mütter alle, ne? Aber, dass das einen so aus dem Ruder bringen kann und, Luisa hat ja Geburtstag und jetzt werdet ihr auch merken, dass zwischen den Vlogs jetzt auch einige Tage vergangen sind, weil es einfach nicht anders ging und heute ist wirklich so ein Tag, wo ich sage, wenn ich jetzt nichts mache, dann war's das, also dann liege ich komplett flach. Und in zwei Tagen wird meine Luisa 3 und ich habe noch nichts gemacht. Die Sachen liegen alle da, ich habe die alle bestellt, ich will ja wieder die Torte selber machen. Wir kriegen Gäste und es ist so schlimm, wenn man die Sachen eigentlich alle selber macht und jetzt auf einmal nicht selber machen kann, weil einfach die Krankheit blockiert. Und wundert euch nicht, also es ist ein künstlicher Baum, wir haben auch einen echten. Es ist jetzt nur im Eingang. Ich habe mich jetzt hingestellt, weil es einfach von der... vom Licht her auch besser ist. Und Emilia ist auch da. Gott sei Dank, die Kinder sind gesund. Das ist das Wichtigste. Ich glaube, der Hund ist da jetzt. Ja, wenn der Hund in der Nähe ist, wissen wir Bescheid, weil sie dann so ganz komische Laute von sich gibt. Ja, und mein Mann kommt jetzt gleich. Und dann fahre ich los, weil ich unbedingt Antibiotikum haben muss. Und zwar Antibiotika, was sofort wirkt. Also es gibt ja verschiedene Arten von Antibiotikum, aber ich brauche wirklich eins, was so reinhaut, dass es weg ist. Also ich muss morgen Nachmittag, ich muss backen können. Ich muss alles fertig machen können. Ich muss Samstag topfit sein. Ich bete zum lieben Herrgott, dass es klappt. Was ich genau habe, ja, irgendwas an Virus oder Infekten. Hier ist alles einfach dicht. Auch hier oben die Nase ist dicht. Mir tut der Kiefer weh. Auf den Ohren ist mega Druck, Kopfschmerzen, oh mein Gott, 10.000% schlimmer als sonst. Ja, und irgendwie alles total blöd und doof. Aber gut, ich melde mich, wenn es möglich ist, gleich nochmal und ich nehme euch mit. Bis gleich. Ja, guten Morgen. Wir haben heute Donnerstag. Juhu. Ich war ja gestern, bin ich ja ins Krankenhaus gefahren, weil es nicht anders mehr ging. Und ich wurde wieder nach Hause geschickt, weil es hieß, es gibt andere Fälle, die wichtiger sind als eine Grippe. Und somit musste ich dann wieder nach Hause fahren. Und mir ging es ja gestern gar nicht so dolle. Also eigentlich ging es mir richtig schlecht. Und entschuldigt, dass ich jetzt nach vorne gucke, aber ich fahre ja jetzt Auto. Und es ist halt dann so gewesen, dass ich dann wieder nach Hause gefahren bin. Ich habe mir einen Erkältungsspot gemacht und habe dann noch eine Kopfschmerztablette genommen, weil es gestern einfach nicht mehr so ging. Ja, und heute Morgen bin ich dann aufgestanden und dachte so, ach, mir geht's ja richtig gut. Und nach 10 Minuten hat sich das Bild dann wieder geändert, denn es ging mir dann nicht mehr so gut oder es geht mir nicht so gut. Solange ich sitze, ist alles in Ordnung, also ich sitze jetzt im Auto, es ist ja alles okay, aber ja, wird es jetzt wieder so, wie es gestern war. Und ich habe jetzt einen Termin um 11 Uhr jetzt beim Arzt. Und ich hoffe, dass ich dann etwas dafür bekomme, um
endlich gesund zu werden. Ich muss gleich noch ein paar Sachen einkaufen gehen. Vom Kreislauf geht es mir heute gut. Ich bin gestern zweimal fast zusammengesackt. Also wurde mir auf einmal schwarz vor Augen. Ich musste mich schnell hinsetzen. Also dann ging es mir halt überhaupt nicht so dolle. Und meine Angst war halt, dass das Gleiche nochmal irgendwie passiert, wenn ich jetzt zum Arzt fahre. Aber ich habe jetzt gerade auch schön gegessen. Ich habe meinen Multivitaminsaft getrunken. Ich habe eine Vitamin C Brausetablette habe ich genommen. Das mache ich sowieso immer gerne im Winter. Ja, und ich hoffe, dass das jetzt alles gut geht. Wie gesagt, ich habe so viel jetzt noch zu tun. Und ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Ich weiß es nicht. Aber irgendwie schafft man es dann trotzdem immer. Und es ist wirklich manchmal total, wie soll ich sagen? Also es ist ein Wunder, wie wir Mütter eigentlich die Sachen handhaben, wie das funktioniert und keine Ahnung was, weil irgendwie schaffen wir das ja auch alles, was wir uns vornehmen. Ne? Und wenn wir danach flach liegen, ist es eh egal, aber nun ja, so ist es halt. Jetzt stehe ich an der Schranke und dann kann ich jetzt noch ein bisschen weiter erzählen. Ja, normalerweise wäre ich jetzt eigentlich am Arbeiten, aber mich haben die ja nach Hause geschickt, weil ich gesagt haben, geht gar nicht, ruh dich bitte aus. Ich habe gestern auch fast den ganzen Tag nur gelegen. Habe eigentlich nur meine Kinder abgeholt und habe mich wieder hingelegt und dann auf dem Sofa und immer geguckt, was die Kinder dann noch machen. Oh, heute ging es aber schnell. Ich hatte euch das, glaube ich, gestern erzählt. Wenn hier dann die Züge sich treffen wollen, so 3 Stück, dann steht man hier ganz lange. Heute ging es schnell. Ja, auf jeden Fall habe ich dann gestern auf dem Sofa gelegen und die Kinder haben schön gespielt und da war ich so stolz drauf, dass die beiden sich so gut untereinander oder miteinander beschäftigen können. Und deswegen konnte ich dann halt mich hinlegen und ausruhen. Aber wirklich viel hat es jetzt auch nicht gebracht, aber man weiß ja nicht, wie es mir gehen würde, wenn es jetzt nicht so gewesen wäre. Ne? Das wäre wahrscheinlich alles ein bisschen anders gelaufen. So, was ist jetzt mit Überholen? Soll ich es machen oder nicht? Nein, ich mache es dann eher nicht. Vor mir fährt nämlich gerade ein Riesenbagger. Der fährt nur 20. Das ist ja Wahnsinn. Naja. Kann ich jetzt gleich wieder überholen? Nein, kann ich natürlich nicht. Ach Mensch, ich muss mir eine neue Springform kaufen, weil die ich habe, die ist jetzt schon, 11 Jahre alt und die sieht einfach, nicht mehr so dolle aus, aber, sieht halt alt aus, aber sie tut zwar ihren Job. Das Problem ist nur, wenn ich das Ganze schließe, habe ich das Problem oder habe ich wahrscheinlich die Gefahr, dass mir der Teig da durchrutscht, weil sie halt nicht mehr richtig schließt. Oder halt, dass das runterfällt und das ist dann nicht so toll, wenn man jetzt gerade das in der Hand hat und auf einmal knallt das alle runter. Das hatte ich nämlich vor kurzem einmal. Ja, und das muss ich dann noch kaufen und dann halt noch so ein paar Kleinigkeiten, so serviettentechnisch und so, aber das kriegt man ja irgendwie überall. An jeder Ecke gibt es jetzt Sachen zu diesen Filmen und so weiter. Und was muss ich noch? Ja. Und dann zeige ich euch einfach so die Deko und so weiter. Ich filme das einfach ab. Ich wollte es eigentlich dieses Jahr auch wieder so machen, wie ihr es von mir gewohnt seid. Aber es geht halt nicht wegen Krankheitslager und so, ne? Geht's halt nicht. Und deswegen muss ich halt improvisieren und das tue ich dann damit. Ich bin jetzt gleich beim Arzt. Ich werde natürlich nicht filmen, wenn ich da beim Arzt sitze. Ich melde mich einfach von unterwegs nochmal oder von zu Hause. Es kommt jetzt drauf an, ob ich überhaupt die Möglichkeit habe, noch mitzufilmen. Aber ja, dann bis später.
So, die kranke Front meldet sich wieder. Ich war jetzt beim Arzt und ich habe irgendein Virus von hunderttausenden Gattungsarten und habe jetzt ein Antibiotikum bekommen, was ich jetzt 3 Tage einnehmen muss. Und dann hoffe ich, dass ich den morgigen Tag überlebe und heute Abend auch das Ganze überlebe, weil ich ja das alles noch backen muss, noch fertig machen muss. Ihr seht die Unordnung, die hier ist. Das sind alles jetzt die Sachen, die ich dafür brauchen werde. Da unten ist auch mein Thermomix-Backbuch. Also mein Thermomix wird mich heute auch über den Abend begleiten. Und jetzt sind noch die letzten Sachen gekommen und ich zeige euch mal einfach, was ich so gekauft habe. Ich blende das einfach mal mit ein. Und ich habe gerade eben ein Paket bekommen, da bin ich aus allen Wolken gefallen. Und das teile ich euch jetzt gleich mit. So, ich habe das jetzt mal umgedreht, damit ihr mal seht, was ich alles gekauft habe. Ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt habe. Also das Thema ist Frozen. Doch, habe ich gesagt. Das habe ich euch schon erzählt. Und ich habe bei Backtraum wieder Fondant bestellt. Einmal in Weiß und zweimal in so Babyblau. Also das sind ja die Farben, die darin vorkommen. Dann habe ich noch bestellt Sugar Crystals Blue. Ich weiß gar nicht, ob ihr das seht. Ich blende das auch alles. Das sind so Glitzersteinchen. Die werde ich dann auch irgendwie versuchen, da drauf zu setzen. Und dann habe ich mir so ein Glätter oder so ein Gleiter? Nee, Glätter, genau. Ein Fondant-Glätter habe ich mir auch noch bestellt. Einfach um, weil ich ja jetzt mehr Torten schon backe. Ich mache ja auch privat noch andere Torten, wo ich das auch nicht immer so zeige. Aber naja, dann seht ihr das mal. Dann habe ich gekauft, was habe ich denn da noch bestellt? Das war, glaube ich, das. Genau, also das ist Backtraum gewesen. Dann habe ich über Amazon die Cupcakes, diese Hüllen für die Cupcakes habe ich bestellt. Einmal mit Anna und Elsa und einmal mit Olaf und, oh Gott, wie heißt er denn? Sven ist ja sein Haustierchen. Ich blende es ein. Es fällt mir gerade nicht ein, Mensch. Ah, ja. Steffi hat auch ihre Gripsbirne verloren. So, dann habe ich noch bestellt, weil es unmöglich ist, dies zu machen, weil ich jetzt auch so erkältet bin und krank bin. Ich habe hier so eine essbare Zuckertorten-Aufleger-Variante bestellt, wo die halt drauf sind. Das kommt dann in die Mitte des Kuchens. Ich sage bewusst Kuchen, weil es diesmal keine Torte wird. Ich möchte gerne einen Marmorkuchen machen mit dem Thermomix, der ja immer so toll ist und der auch immer saftig ist und fluffig ist. Und dann kommt da drauf halt diese ganze Deko. Dann habe ich bestellt bei Amazon natürlich die Schneeflocken. Diese hier. Ich glaube, irgendwo. Ja, also das kann man ganz schlecht sehen. So sehen die dann aus. Also das Bild ist selber im Original total schrecklich, aber... Nun ja, auf jeden Fall freue ich mich darauf, dass ich das auch noch machen kann. Dann habe ich noch eine Styroporkugel bestellt. Da werde ich Raffaellos drauf pieksen. Das habe ich mal auf einer Hochzeit gesehen. Das fand ich halt so toll. Und weil sie halt auch weiß sind, gehören die für mich auch dazu. Mache ich das auch noch mal fertig. Dann habe ich noch bestellt, oh, ich habe so viel bestellt, weil ich mich ja kaum bewegen konnte. Und zwar so ein Cake Pop Baker, jetzt seht ihr mich da, juhu, ein Cake Pop Baker, den habe ich bei YouTube gesehen, ich habe das einfach mal so eingegeben und dann kam das raus und das ist eine Silikonform und das geht super damit, also und die Bewertung auch richtig toll und da sind wohl auch noch, so wie ich das sehe, ein paar Rezepte mit bei, mal gucken, welche Variante ich dann da mache. Dann, was habe ich noch bestellt? Genau, und dann natürlich hier diese Stäbchen. Da nehme ich wahrscheinlich die blauen. Reicht ja auch, das sind irgendwie 60 Stück. Irgendwie so. Genau, 60 Stück. Und kriegen wir schon hin. Irgendwie 20 Finger. Naja, das ist das. So, dann war ich eben noch beim E-Center mit Luisa. Und zwar habe ich die Chor-Schriftfarbe gekauft in Weiß. Dann die 3.
Dann habe ich noch Tortencreme mitgenommen, weil ich ja auf die Cupcakes noch was machen will. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Dann habe ich, das ist neu, so Kuvertüre für die Cupcakes zum Beispiel, habe ich gekauft von Milka. Das ist halt neu, ich kenne es halt nicht. Und dann habe ich noch Cake Cream, würde ich eher sagen, in Schokolade gekauft. Die ist schon fertig, die muss man irgendwie nur so zusammenkneten, also in dieser Tube. Und dann kann man das Ganze da rein umfüllen. Und das sind Einwegspritzbeutel mit den Tüllen. Habe ich auch mitgenommen, das kann ich auch gut gebrauchen. Dann habe ich bei Edeka Raffaello gekauft, logisch. Und ich musste mir eine neue Form kaufen, weil die andere, tja, die geht nicht mehr zu. Das Problem ist, wenn man sie dann hochhebt, dann flutscht alles unten raus. Ganz schlimm. So, ihr Lieben, ich habe jetzt mal wieder umgesattelt auf die andere Kamera, weil ich nämlich jetzt gleich noch ein Video machen muss. Und zwar möchte ich euch einfach das ganz genau zeigen, was ich von Playmobil gekriegt habe. Also das Paket habe ich jetzt da liegen und da mache ich jetzt gleich noch ein Video zu. Und ich glaube, ich beende jetzt einfach diesen Vlog. Er ist ja über mehrere Tage gegangen. Ich weiß nicht, ob euch das so interessiert, wie ich euch das jetzt so gezeigt habe. Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Und für alle, die da draußen sind, ich wünsche euch alle ganz viel Gesundheit. Denn nur wer gesund ist, kann das schaffen, was er möchte. Und ja, ich habe meinen Tannenbaum noch hinbekommen. Fragt mich nicht wie. Ich habe die Girlande habe ich auch noch fertig gemacht. Und wir sind eigentlich jetzt soweit eingerichtet für Weihnachten. Und wir bekommen auch Besuch. Wir haben volles Haus nächste Woche. Und ich versuche euch einfach mitzunehmen. Und wir sehen dann einfach, was ich daraus so zusammenschneiden kann. Also, macht's gut und tschüss.